zum dritten Mal die Retro Classics Bavaria hier im Messezentrum in Nürnberg. Und auch jedes Jahr am ersten Abend gibt es die Allianz Retro Night. Und dort sind immer interessante Talkgäste. Und einen davon habe ich heute neben mir. Hallo, Roland Asch. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo, grüß Gott miteinander. Ja, ich freue mich immer, wenn ich hier in Nürnberg mit dir auf die Bühne kann und kann über die alten Rennzeiten hier. Klein nebenan ist ja noch der Norrisring, wo ich eigentlich im Rennsport groß geworden bin. Und deshalb freue ich mich, dass ich jetzt zum dritten Mal hier auf der Retro Classic Bavaria dabei bin. Und vor allen Dingen mit dir natürlich heute Abend. Ich glaube, der Christian Danner kommt noch, dann kommt der Jochen Maas. Ich glaube, da kann man eine schöne Geschichte erzählen. Das denke ich auch. Vor 40 Jahren bist du hier noch gefahren an der DTM. Man sieht hier auch wunderbar, nebenan steht ein Fahrzeug. Da hast du gesagt, damit bist du groß geworden. Du liebst es mittlerweile. Und heute Morgen hast du noch erzählt, dass dein Auto von alleine die Strecke nach Nürnberg findet. Ja gut, heute Morgen war es wie wenn ich früher zum Rennen gefahren bin, von Stuttgart hoch. Und dann lang war es raus, es war alles noch wie es früher war. Und dann bin ich automatisch hier ans Messegelände gekommen. Und hier nebenan, wie du gesagt hast, steht mein Evo 2, den habe ich gerade angeschaut, wo ich eigentlich früher groß geworden bin, in der DTM damals, mit Mercedes zusammen. Und konnte auch hier am Norrisring einige Siege rausfahren mit dem Auto. So, jetzt sehen wir auch hier, Klassik-Team Löhlein ist auch mitten drin als dabei, aber das ist in Ordnung, das gehört zu, das ist Messe. So, Schleife. Letztes Jahr haben wir es mitbekommen, da hast du noch ein Motorrad gesucht. Statt Motorrad hast du dir, glaube ich, ein Auto gekauft. Was ist dieses Jahr denn bei dir auf dem Programm? Ja gut, ich war vorher bei den kleinen Motorrädern, stand da in der Halle, da gab es die Victoria, da gibt es Hercules und den habe ich jetzt schon einmal gesagt, was ich suche, habe genau den Typ angegeben und es ist so eine kleine Gruppe, die treffen sich jeden Monat oder jede Woche. Hercules ist ja hier in Nürnberg und mit dem bin ich eigentlich früher zwischen 16 und 18, bevor man Autoführerschein gemacht hat, bin ich groß geworden und deshalb suche ich immer noch so einen K50 Sport oder RSS Sport und vielleicht kriege ich diesmal einen geschickt. Du hast mir ja letztes Mal angerufen, hast mich nicht erreicht, aber ich denke, diesmal klappt es und ich versuche, dass ich so ein Moped kriege. Also das war gleichzeitig der Aufruf, das ist sein Weihnachtswunsch für dieses Jahr. Du bleibst noch ein bisschen bei uns, wir haben gerade erfahren, ich glaube, mit dem Auto bist du groß geworden. Das ist jetzt, glaube ich, gemein, weil das ist schon ein bisschen älter, oder? Mit dem habe ich, glaube ich, noch gar nicht gelebt damals, aber ist ein tolles Fahrzeug. Aber sieh nicht so alt aus, oder? Nein, du bist jung geblieben, das freut mich auch an der Stelle und wünsche noch weit. Ja, aber der hat weniger Falte wie ich da. Der ist gut restauriert, ist ein tolles Auto. Ich stehe dir gerade gegenüber, aber lass mir die Falten gut sein. Alles ist poliert, du schaust nach wie vor gut aus, hast dich gut gehalten. Okay, und ich freue mich, dass wir uns wieder sehen und wir gucken mal weiter. Viel Spaß beim Zuschauen, ja. Dankeschön. Danke, bis heute Abend.